euch heute in Zwickau bei Randy Engelhardt in der Lifestyle-Passage. Ja, in seinem Studio Heaven of Colors hier hat er zum Wintercamp eingeladen. Das bedeutet, er hat 15 Tätowierer hier am Start, die das ganze Wochenende über grandiose Kunstwerke zaubern aus dem Realistic-Bereich. Die kommen zum Teil aus Deutschland, aber auch aus dem Rest der Welt. Und wir haben gedacht, wir schauen uns das mal für euch näher an. Ja, erster Tag Wintercamp zu Ende. Wie ist es dir ergangen? Wie ist es mir ergangen? Die Organisation, Vorbereitung, da bin ich ja froh, dass wir ein Team haben, die da ein bisschen mithelfen. Ja, ich musste arbeiten, habt ihr ja gesehen. Mhm. Ne? Und jetzt gerade fertig geworden und ja, der Tag ist vorbei. Ich kann entspannen. Nochmal ganz kurz erklären, was so die Vision für dieses Wintercamp war, was genau du hier veranstaltest und ja, wie du da rangegangen bist. Ja, das Tattoo Wintercamp ist eigentlich entstanden aufgrund die Tattoo Expo Zwickau. Ich glaube, die ist ja jetzt mittlerweile weltweit auch schon ein Begriff. Und da die so gefragt ist, gab es viele Fans und auch Tätowierer, die gefragt haben, was ist wieder mit der Expo. Der Aufwand steht aber für uns als Organisatoren, da das wir ja auch bloß selber machen, meine Frau und die paar Leute aus unserem Team, steht einfach nicht im Verhältnis, um das jedes Jahr wieder aufzugreifen. Mhm. Dann die ganzen TV-Projekte, die noch nebenbei laufen, der Laden selber, das ist so viel Arbeit, dass wir nicht jedes Jahr die Messe organisieren können. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir alle 2 Jahre. Deshalb 2020 gibt es die nächste Expo. Aber was ist in dem Jahr dazwischen? Und dann haben wir gesagt, lassen wir doch so eine kleine Ersatzveranstaltung in unseren eigenen Räumen hier durchführen. Und somit ist das Tattoo Wintercamp entstanden mit 15 bis 16 Tätowierern aus aller Welt. Eine gute Auswahl und ja, ist eine schöne Tattoo-Party demzufolge. Und sehr familiär. Und ich denke, das gefällt auch jedem und das passt. Ja, magst du mal ein bisschen was zu der Auswahl erzählen von den Künstlern, die da jetzt heute da waren? Also wir haben einigen auch über die Schulter geschaut. Die Auswahl, ja, wie habe ich die Auswahl getroffen? Es sind ja auch viele Gasttätowierer, die immer bei uns sind. Und das sind ja eben schon Hochkaräter. Also die haben wir jetzt einfach wieder mit eingeplant oder gefragt und so kam sie. Dann ist es natürlich für mich umso schöner, wenn enge Freunde, wie zum Beispiel Benjamin Laukis aus Australien kommt, weil wir sind wirklich ganz dicke Freunde und wenn ich ihn dann frage und er macht sich die Mühe, aus Australien herzukommen, Australien ist es nicht um die Ecke. Und da macht es dann schon was her, wenn Herr Laukes sich sagt, hey cool, mein Kumpel Randy macht eine kleine Veranstaltung, da fliege ich mal mit hoch. Also das schätze ich am meisten wert, obwohl ich natürlich alles mag, wenn die alle vorbeikommen und sich die Zeit dafür nehmen für das Wochenende. Weil im Endeffekt funktioniert die ganze Veranstaltung ja nur mit den ganzen Tätowierern. Ne? Und die Auswahl, wie gesagt, die treffe ich natürlich immer aufgrund der Qualität. Kannst du da nicht jeden mitmachen lassen immer.